362 Kilometer haben wir in den letzten 3,5 Tagen schon zurückgelegt, als wir am Freitag vor Pfingsten in Salzburg eintreffen. Okay. Bei der Weiterfahrt am nächsten Tag werden wir von Volksmusik zum Residenzplatz gelockt. Zum Auftakt der Salzburger Bult, Westösterreichs größten Volksfest, nimmt hier ein Trachtenumzug seinen Anfang. Im Tracht, alles schon aufgenommen. Wir sind mittlerweile zu viert unterwegs. Ab Salzburg begleiten uns Christa und Bernd aus München, mit denen wir vor 5 Jahren schon einmal eine mehrtägige Radtour von Berlin nach Prag unternommen hatten. Unsere nicht immer perfekte Routenauswahl hat sie offenbar nicht weiter abgeschreckt. Wir waren vor langer Zeit Nachbarn, haben Kinder im gleichen Alter und haben uns gewissermaßen auf dem Spielplatz kennengelernt. Der einzige Weg nach Prag. Ja. Wir müssen uns beeilen, weil wir ein Treffen mit Daria aus Salzburg vereinbart haben. Daria kennen wir erst seit 3 Wochen, als wir sie zusammen mit ihrem Reisebegleiter Veit in unserer Heimat auf dem Fünf-Flüsse-Radweg abgefangen haben. Daria kam über den Kraftsport zum Bergsteigen und hätte einen Absturz am Berg fast mit dem Leben bezahlt. Kaum hatte sie nach dem Krankenhausaufenthalt den Rollstuhl verlassen, stieg sie um auf ein Handbike. Zusammen fahren wir zunächst auf dem Tauernradweg an der Salzach entlang. Unser erster Zwischenstopp nach 20 Kilometern ist Thalheim bei Salzburg, wo uns Daria erst einmal eine echte oder auch erfundene Geschichte aus ihren glücklichen Tagen in den Bergen erzählen muss. Wo soll ich denn anfangen? Auf der Königsbachalm sitzt ein wunderbarer Berchtesgadener Einheimischer wie aus einem Bilderbuch und schaut mit einem großen Fernglas auf die Watzmann-Überschreitung, auf das Grat. Und dann habe ich gefragt, was schaust du denn dort? Ich warte, bis der Hubschrauber fliegt. Sag ich, warum denn? Ein Haufen Piefkes da drüben am Grat. Sag ich, und das siehst du so. Mit dem Fernglas, das Piefkes sind aus Preußen, gell? So deppert, wie sie sich dort anstellen, sind es Piefkes. Und dann geht es auf kaum befahrenen, schmalen Nebenstraßen weiter, immer dem Tauernradweg bzw. dem Alpe Adria Fernradweg folgend. Beeindruckt, wie Daria Hindernisse wie den Anstieg zum Pass Lueg nur mit der Kraft ihrer Arme mühelos bewältigt. Weiter, weiter, weiter.
Nach knapp 50 Kilometern treffen wir in Werfen ein, wo Daria ihren Rückweg nach Salzburg antritt. Kaum hat sich Daria verabschiedet, versammeln sich immer mehr Menschen auf dem Marktplatz von Werfen und die Kirchenglocken fangen an zu läuten. Mittlerweile später Nachmittag geworden und wir haben noch fast 40 Kilometer zu unserem Tagesziel Lent im Salzachtal zu fahren. Ja. Zu allem Überfluss ziehen dunkle Wolken in den Bergen auf, die ihren Inhalt irgendwann auch über uns erklären. Jetzt wollen wir nur noch ankommen und wechseln vom Alpe Adria Radweg auf die Bundesstraße. Am Abend treffen wir bei einbrechender Dunkelheit in unserer vorausgebuchten Selbstversorgerunterkunft ein. Der nächste Tag beginnt mit einem Steilanstieg von Lent tief unten im Salzachtal hinauf zum Eingang des 2 Kilometer langen Klammsteintunnels, der uns ins Gasteinertal hineinführt. Bemerke ich schwammiges Fahrverhalten meines Hinterrads und kurz darauf entweicht mit einem lauten Zischen die Luft aus dem Schlauch. Schnell ist klar, dass nicht nur der Schlauch, sondern auch der Mantel hinüber ist. Einen Ersatzschlauch habe ich zwar dabei, aber keinen Ersatzmantel. Und es ist Pfingstsonntag. Die Fahrradgeschäfte im Gasteinertal öffnen in 2 Tagen wieder, am Dienstag. Weil ich keine andere Wahl habe, montiere ich den defekten Mantel auf dem Vorderrad, versuche das gut sichtbare Loch im Mantel mit einem Stück Pappe zu stabilisieren und pumpe den neuen Schlauch vorsichtig auf. Der Radweg durch das Gasteinertal ist wunderschön und fast ohne Steigungen. Aber mit einem kaputten Mantel fährt es sich wie auf rohen Eiern. Jedes Schlagloch und jede Bodenschwelle muss man meiden, damit die Fahrt nicht plötzlich zu Ende ist. bis Bergsteinbad. Ja, ich glaube, es geht schon. Ich muss halt sehr vorsichtig fahren und habe natürlich eigentlich zu wenig Luftdruck. Mittagszeit treffen wir in Bad Hofgastein ein und gönnen uns in einem Café eine kleine Pause. Wir können nicht widerstehen, als wir auf der Getränkekarte Die Weise aus Österreichs ältester Weißbierbrauerei in Salzburg entdecken. Danach geht es beschwingt weiter, bis uns der steile Anstieg zum traditionsreichen Kurort
Bad Gastein zum Schieben zwingt. Wir zählen zu der Minderheit der Radler, die das mondäne Zentrum von Bad Gastein ohne Motorunterstützung erreichen müssen. Nach Bad Gastein ist es nur noch ein kleiner Anstieg und wir haben auf 1170 Meter Meereshöhe die Bahnverladung von Böckstein erreicht. Alpe-Adria-Radler wählen wir die Tauernschleuse mit dem 8,5 Kilometer langen Bahntunnel von Böckstein im Salzburger Land nach Malnitz in Kärnten, um vergleichsweise bequem über den Alpenhauptkamm zu kommen. 6 Euro. Also das ist Fahrrad inklusive Fahrer. Passt, fahren wir. Wir können fahren. Von Malnitz geht es fast 40 Kilometer lang, fast nur noch bergab. Aber auch kleine Zwischenanstiege können anstrengend sein, wenn man die Auffahrt nach Böckstein hinter sich hat und wegen des Lochs in meinem Mantel mit sehr geringem Luftdruck fährt. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben in Gasthof Reibenwirt in Bad Ramsdorf, wo uns die Frau des Wirts mit Spezialitäten aus ihrer thailändischen Heimat verwöhnt. Am Pfingstmontag fahren wir den Alpe-Adria-Radweg an der Drau entlang nach Villach. Hier treffen wir in der Mittagszeit ein und haben immer noch keine Aussicht, zeitnah einen neuen Mantel für mein Fahrrad zu kaufen zu können. Wie lange das wohl noch gut geht?
Alpe-Adria-Radweg verlässt nun das Trautal und knickt nach Westen ab. Wir haben noch über 50 Kilometer Strecke bis zu unserer gebuchten Unterkunft in Pontebba vor uns. Bernd und Christa schicken wir voraus. Elke und ich fahren hinterher, solange mein Reifen hält. Notfalls fahren wir die restliche Strecke mit der Bahn. Tatsächlich erreichen wir noch die italienische Grenze und bewundern das beeindruckende Bergpanorama der Julischen Alpen. Aber in Tarvisio, nahe dem Scheitelpunkt des Radwegs, zischt es kurz und ich stehe wieder auf der Felge. 130 Kilometer vom Gasteinertal bis Tarvisio, einmal über die Alpen, hat mein notdürftig präparierter kaputter Mantel noch gehalten. Die letzten 20 Kilometer nach Pontebba legen wir mit dem Zug zurück. Es gibt hier zwar einen Laden, der ein paar gebräuchliche Baumarktartikel verkauft, aber keinen Mantel für mein Fahrrad. Deshalb trennen wir uns auch am nächsten Tag. Christa, Bernd und ich rollen bergab auf einer ehemaligen Bahntrasse durch die großartige Berglandschaft des Friaun. Das Highlight des Alpe-Adria-Radweges schlechthin. Und ich nehme mit meinem kaputten Rad den Zug in die Provinzhauptstadt Udine. Dort gibt es einen Fahrradladen in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, den ich kurz vor der dreistündigen Mittagspause erreiche. Am geschlossenen Laden hängt ein Zettel, dass der Inhaber gerade beim Zahnarzt ist und am Nachmittag wiederkommt. Auch die anderen Fahrradläden in der Innenstadt haben mittlerweile geschlossen, sodass ich mein Fahrrad mit dem platten Reifen knapp 5 Kilometer weit bis zum durchgehend geöffneten Decathlon-Markt an der nördlichen Peripherie der Stadt schieben muss. Ob Thomas die übrigen Teilnehmer unserer Reisegruppe jemals wieder sehen wird, verraten wir im nächsten Video.